Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS1922 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir füttern jetzt hier mal schnell die Schafe durch, damit es denen wieder gut geht. Oder mit, beziehungsweise damit hier das Nahrungsmittel voll ist. Und dann haben wir hier einmal einen ganz großen Anhänger, den wir hier rückwärts reingelagert haben, ja, verbraucht. An Gras. Also das ist schon, das war ein bisschen Masse hier, was hier rumlag. Und dann ist die Vorlagerung hier erstmal leer. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht eventuell mit anderer Technik dann hier auch nochmal nachgelagert kriegen. Ich glaube, hier gehen 11.000 rein, ne? 11.500 sogar. Wenn wir, ups, gleich sehen. So, 10.000 haben wir drin. 11.000 haben wir drin. Ja, das sind nur noch 5 Ballen hier. Oh, wir bleiben da über. 81 Kilo. Okay, dann liege ich dann mal hier ganz knapp an den Kanten. So. Gut. Okay, das heißt, wir müssen mal Gras hierher holen. Dann holen wir jetzt mal einen. Und dann probieren wir das mal da mit dem Autohänger da oben rückwärts reinzufahren. Und dann auf der Seite abzuladen, dass es da drinnen liegt. Wie das dann aussieht. Das könnte noch gut aussehen. So. Zap, 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 zap. Einmal ganz kurz lang gefahren. Beim anderen Stall steht ja leider der Stall, der Zaun so blöd davor, ne? Den habe ich ja ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen auf Kante hier rangesetzt. Das ist nicht so cool, aber hier hätte man vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, das Gras dann da drin immer zu lagern. Man jetzt, so wie es jetzt da steht, könnte man mit dem kleinen Autohänger da rückwärts reinfahren und es dann da reinbunkern, ne? Dann wäre das Gras dort auch dann vorgelagert. Sieht ja nicht schlecht aus. So. Dazu muss ich jetzt aber Grasballen aus dem Lager holen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich drauf kriege. Wie viel rein waren das? Moment, das kann ich zählen da hinten. Ha! Wir können zählen gehen. Wenn die hinten das zählen. Das sind 7 Reihen oder 8 Reihen? Weiß ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. A, 5 Stück, 40 Ballen kann ich machen. Okay, dann kann ich ja 40 Ballen mal auslagern. Mal gucken, wie viel da noch drin ist. R, Gras. Bitte zu Quaderballen 1,20. Warte, der war da auch schon. Genau. Und da hätte ich gerne 40 Stück. Na, guck mal hier, wie die Orgel pfeifen. Richtig hübsch. So. Nee. Das weiß ich nicht, ob das quer da reinpasst oder so. Jetzt ja durch die Mauer werde ich es ja nicht gesetzt kriegen. Ja, werden wir sehen, wie gut oder schlecht das klappt jetzt. Nehmen wir die hier mal auf. Noch gleich rückwärts dran fahren können. Yay, yeah, Trailer wieder kaputt gemacht. Also den Trailer da reinfahren und dann abladen, das wird nicht klappen. Dafür ist die Abladeseite zu weit weg von, oder der Abladepunkt zu weit weg vom eigentlichen Fahrzeug. Was ist denn los jetzt? Ich hörte, heute habe ich so mit dem Rückwärtsfahren überhaupt nicht. Sonst schon schwierig, aber heute ist ja ganz schwierig. Da wird sich nur eine Reihe ausgehen, oder? Naja, lass mir erst die 40 Ballen. Ich will vorwärts fahren, mein Kleiner. So. Gucken wir mal, ob wir die da ordentlich eindrapiert kriegen. Sind ja auch 20.000 Liter. Das sind es ja auch. Ja, jetzt bin ich aber wirklich langsam gefahren.
Fahr doch rückwärts. Ich will nichts weiter, als dass du rückwärts fährst. Meine Herren. Diese Richtungswechseltaste, dass diese so wunderbar funktioniert, denn immer noch... Echt. Manchmal ist Steuerung aber auch echt schwierig. Vielleicht sollte ich das Gewicht hinten dran machen, wenn ich die Aktion vorhabe. Wenn ich ganz so schnell nach oben ausgehoben wird. Sah eigentlich schon ganz gut aus. Also meine Idee, die ich dabei habe, ist schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Mit dem Gewicht hinten dran ist vielleicht doch keine schlechte Idee. Also ich bin ja wirklich, aber jetzt wirklich, also bin mit 20 da um die Kurve gefahren, der scheiß Hängerkipp um, ey. Ach Mann, ey. Mr. Ogmonek, ey, wirklich. Hat die Wicht jetzt so viel ausmacht, weiß ich nicht, aber. Vergessen, kriegst nicht aufgestellt. Das Zeug, das wird einfach so schwer, kriegst du nicht aufgestellt. Kannst vergessen. Mal den Autowagen erstmal wieder auf der Seite legen. Ich habe wirklich, also ich muss nochmal dreimal drücken, damit er einmal in die richtige Richtung fährt. Verstehe ich immer nicht. Da, also, wieso zuckt ihr dann noch nach vorne, ey? Mann. Achso, jetzt erkennt er die wieder nicht. Jetzt muss ich da wieder einmal drum rumfahren. Zuppel, zuppel. Irgendwo haben die doch mal. Also, das kann doch nicht sein, dass ein Ballen, der sonst, ja, 35 Kilo wiegt hier. Hier wiegt der 35 Kilo oder 81 Kilo, hier wiegt der 100 Kilo. Warum? Die Schwerkraft auf den Hänger anders? Sind wir näher am Kern dran? Oder weiter weg? Ne, näher dran, ne? Das ist aber schwerer. Weiß ich auch nicht. Hier auf Mount Everest ist die Schwerkraft größer als an der Vitias-Tiefe, ne? Wenn ich richtig bin. Weil du weniger Masse unter dir bis zur Mitte hast. Da bin ich, ich bin da ja nur wirklich um die Kurve geschlichen, bin ich ja. Warum macht er da so einen Blödsinn, ey? So ein Kippelibip. Das ist ja wirklich fieselig. Dass man so ein bisschen auf den Schwerpunkt achten muss, okay, aber das ist ein bisschen. Ich bin sehr übertrieben. Naja, Giants Engine. Giants Physics. Jetzt müssen wir nochmal. Das passt von der Länge rein. Ne? Das passt da rein. Jetzt müssen wir einmal hier außen rum. So, schön. Wir müssen einmal mit dem ganzen Essen vor den Schafen quer langfahren. Die freuen sich bestimmt. Die denken, wow. Gibt dann da ab. Wir haben uns festgefahren. Warum knickt denn der hier? Komm da raus, du Sausack Elendia!
Ja, wieder dreimal die Richtung ändern. Der zuckt immer noch einmal vorwärts, ne? Obwohl das gar nicht soll. Schiebe ich den Ball halt mal nach hinten. Achso, den schiebe ich denn nicht mehr mit nach hinten. So, Richtungswechsel schon längst vollzogen. Er wollte weiter nach hinten noch weiter. Ist ja alles nicht. Wird er jetzt, dass ich die Ausladerrichtung sowieso erstmal falsch habe? Aber das sieht doch schon mal ganz passig aus hier. So, F1, Ausladerrichtung bitte rechts. Ich sehe sie nicht, in welche Richtung sie ist. Warum sehe ich sie nicht? Jetzt brauche ich gerade im Moment irgendwas, was ich kaputt schlagen kann. Irgendwas, was ich wirklich einfach nur nehmen kann und kaputt schlagen kann. Jetzt sieht man übrigens die Ladeseite da unten. Dann brauche ich nicht da. Kann ich mal unterschiedliche Containertypen im Ladebereich stehen. Oder irgend so ein Kack. Nur eine Reihe mehr würde sie ausgehen, okay. Dann kann ich eigentlich die Ballen, die hinten drin liegen, noch nach vorne holen. Vorne kippelt aber die Reihe schon hier. Seht ihr das? Eieiei. Die fünf Ballen noch nach vorne holen. Irgendwo ist ja der kleine Ball hier jetzt dazwischen. Der halbe Ballen oder so, der 81 Liter Ballen. Ist ja auch sowas, ne? Steht da nur volle. Hm, bei Ballen interessiert das nicht. Ballen ist immer voll. Ein Ballen ist ein Ballen. Ein Ballen kann nicht leer sein. Folgendes. Die Ladeseite ist rechts, ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir hier erstmal die Ballen hier vorne noch mit hinlegt. Wenn der die noch mit auflädt, so viel wie geht. Und den einen, den wird er nicht aufladen wollen. So, dann steht doch alles gerade. So, das sieht ja schon mal gut aus. Das ist zumindest das Ergebnis, stimmt. Wenn auch alles andere auf dem Weg dahin schon wieder recht schwierig war. Diese Lenkung. Und irgendwo ist jetzt ein Ballen hier dazwischen, der bloß 81 Liter hat. Oder irgend sowas, ne? Oder keine Ahnung, irgendwie kleiner ist. Kann nicht der erste hier vorne sein, oder? Ja, der erste hier unten in der Reihe, okay. Gut. Naja. Fein säuberlich, abgeladen. Hat nur länger gedauert als erwartet. Wieder typisch. Gut. Okay. Haben wir schon mal die ersten 20 Minuten des Tages rumgebracht, indem wir uns mit Grasballen und ähnlichen rumgeärgert haben. Das war vernichtend. Moment mal, die Ballen auf der falschen Seite runtergefallen sind. Das war so ein Moment, so. Einmal tief durchatmen. Es wird werden. Es wird irgendwann was. Irgendwann wird's. So, Klamotten müssten wir die auch nochmal holen, damit die Klamottenindustrie hier durcharbeiten kann. Da sollten ja jetzt eigentlich schon fast vier Rohstoffe dastehen, aber das machen wir dann. So, jetzt nehmen wir uns nämlich erstmal den Kameraden hier wieder. Bringen wir die Wicht erstmal da hinten hin. Und laden dann ab.
Eigentlich könnte ich auch den Frontlader abladen, damit ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend fahre. Den brauche ich nämlich jetzt erstmal eine ganze Weile nicht. Mein, ob der kaputt wird, ist mir eigentlich erstmal scheißegal, aber... Und ich kann ja reparieren. So, dann wollen wir doch mal hier. So. So, dass ich den jetzt mit der Gabel abstellen kann. Ja, wunderbar. Steht gut da. Sieht super aus. So, dann sieht unser Trecker auch mal wieder aus wie ein Trecker die ganze Zeit und hat nicht die ganze Zeit den Frontladerarm da dran. Einfach nur der Optik wegen. So, dann brauchst du jetzt eigentlich einen Anhänger für den Raps. Damit du den Raps durch die Gegend fahren kannst gleich. Nehmen wir uns mal hier einen Anhänger ab. Können wir noch mal gucken, aber ich glaube, im August war nichts zum Verkaufen. Und dann machen wir in der nächsten Folge, legen wir den großen, los mit der großen Ernte. Ich denke mal, wir fangen bei dem Feld an hier. So, gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht gibt es noch wieder einen Auftrag. Keiner dazu gekommen. So, bei den Schafen gucken wir genau, da wollte ich jetzt gucken. Geschlechtsreife 12%, Reproduktion 20%, also die müssen... Okay, Geschlechtsreife 7 und... Ah, nee, okay, ja, dauert noch einen Monat. Alles klar, ich dachte, dass die schon geschlechtsreif sind hier. Sind sie aber noch nicht. Okay, dann haben wir hier jetzt... Die Hühner sind noch 25 wert. Da müssen wir auch drauf aufpassen, dass wir da mal irgendwann die Hälfte der Hühner mal weggeben. Reproduzieren lassen, dann die andere Hälfte weggeben und dann haben wir ein paar Wochen keine Eier oder so, was geht. Wie sieht es aus mit Nahrung hier drin? 5400, müssen wir auch wieder was abliefern dort. Ein bisschen Gerchte. So, bei den Holsteinern, Reproduktion 20%, 20%, das dauert ein bisschen. Die beiden kommen dann in den neuen Stall schon mal rein, dass sie sich da reproduzieren und die bleiben da hinten, die werden da hinten durchgepflegt und gemacht, bis der Stall da hinten voll ist. Ich denke, das sollte dann ja nicht allzu lange dauern. Und dann ist das auch gut. Da hinten wird dann die Zuchtanlage, vielleicht hole ich die Schwarzmutten noch dahin und mache da hinten in der Zuchtanlage dann wirklich Zuchtrinder, die für... nicht für die Milchproduktion, sondern für die reine Fleischproduktion gedacht sind. Theoretisch. Gut, achso. Wir wollten gucken, ob wir was verkaufen können. Dezember, Raps, Dezember am höchsten, Januar, Eier, November, Milch, September. Oh, ist schon gar nicht schlecht, aber verkaufen wollen wir die ja nicht. Gras, Brot, November, Kuchen. Wir können den ganzen Kuchen bekommen. 4000 Liter. Okay. Zucker. Also Kuchen können wir auf jeden Fall verkaufen. Hier Zucker wäre ganz hoch gewesen, aber okay. Und die hier unten, die drei Sachen sind im Januar. Also können wir den Kuchen verkaufen. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Dann machen wir eine Kuchenverkaufstour. Moment. Ich weiß nicht, wie viele Kuchenpaletten ich übereinander kriege, aber das werden wir sehen. So. Ja. Kuchen. Paletten. Okay, wir brauchen den Autohänger. Jetzt sind wir schon alleine 10 Paletten. Und dann werden wir den Kuchen vom Markt noch holen und dann bringen wir den Kuchen weg jetzt. Das ist okay, soweit. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass ich noch 2500 uns gut schreiben muss, ne? Aber das machen wir auch gleich. So, wenn wir jetzt wieder clever gewesen wären. Geht. Wenn wir gleich rückwärts rangefahren haben, okay. So, dann gucken wir nochmal, wer will denn den Kuchen überhaupt haben? Und wie viel kriegen wir für unseren Kuchen? So, Kuchen. September, Kuchen. Oh, keine 6000 hier. Im Einkaufszentrum muss werden. Na gut, dann fahren wir jetzt einmal zur Dings und holen den Restkuchen noch. Und dann... Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Kuchenpalette tragen kann.
Und dann fahren wir zum Einkaufszentrum und bringen den weg. Das kriegen wir noch hin heute. Und dann geht's da auch schon gut. Und das Feld hier abernten wäre natürlich auch cool, ne? Wenn wir das Rapsfeld hier kriegen würden. Oder ist das Hirse? Das Hirse, ne? Alter! Wie der Hänger sich einfach in den Boden rammt an der Brücke. Hirse ist das. Alles klar. Aber auch Hirse ernten bin ich schlecht. Also der Hänger hat echt eine scheiß Kolli. Sie haben gerade gesehen an der Brücke, wie er sich einfach... Das habe ich schon mal gehabt. Dass er am Anfang einer Brücke sich einfach irgendwie in den Boden rammt. Also da ist irgendwas mit der Kolli, ist da so richtig beschissen gemacht. Also, oder wenn die Fracht halt vorne drauf liegt, dass er so ein bisschen vorne rüber kippelt oder so, keine Ahnung. Das hat der Hänger auch so schon gemacht. Also da war, nee, da war er sogar leer. Da ist er auch einmal so geflippt. Wo ich dachte so, na mein Gott, ist aber gut, ne? Man kann es ja aber auch übertreiben. So, war das hier hoch? Ich glaube ja, ne? Oh! Warum hat er denn jetzt nicht gelenkt? Mann, nee. Das wahnsinns fette Beute, ey. Ernsthaft. Guck mal, ihr bessert einen Kuchen. Wer will denn sowas haben? Von der Seite komme ich dann gar nicht ran, von der anderen Seite komme ich noch weniger. Wenn da jetzt mal der Vorwärtsgang drin wäre, das wäre nett. Also ich habe voll eingeschlagen und Kamerad Schnürschuh, dachte, lenken? Jetzt? Nö. Das war ein zweiter Beute da. Mit diesem Bild verabschiede ich mich ins Sendezentrum. Bis denn. Tschüss.